Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Die sogenannten AHA-Regeln bleiben für Gesundheitsminister Jens Spahn der wichtigste Corona-Schutz. Auch wenn die Neuinfektionen so hoch sind wie seit Ende April nicht mehr, habe Deutschland die Lage unter Kontrolle. Aktuell kann unser Gesundheitssystem gut mit der Situation umgehen, aber die Dynamik in ganz Europa besorgt. Den entscheidenden Unterschied können wir alle im Alltag machen, twitterte der Gesundheitsminister. Trotz steigender Fallzahlen befindet sich die Sterblichkeitsrate weiter auf niedrigem Niveau. Auch sind fast 30% aller deutschen Intensivbetten weiter frei. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach könnte sich aber weitere Beschränkungen vorstellen. Die Menschen sind unvorsichtiger geworden. Ich hielt es zum Beispiel für richtig, dass wir die Größen, also begrenzen für private Feiern. Und dass wir da strenger sind. NRW-Ministerpräsident Laschet schließt Einschränkungen in Zukunft nicht aus. Allerdings dürften sie nicht mehr deutschlandweit gelten. Ein bundesweiter Lockdown wäre falsch. Wir haben die letzten Monate gelernt, dass man durch gezielte Maßnahmen viel mehr erreicht als durch pauschale. Welche Maßnahmen nun die Bundesregierung ergreift, ist für die Grünen entscheidend. Man müsse nun die richtigen Schlüsse ziehen, etwa in den Schulen. Man kann 1,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen und jede Schule einen Filter einbauen, dann kommen wir auch über den Winter. Oder man nimmt 1,5 Milliarden Euro in die Hand und fängt jetzt an und sagt, wie machen wir das eigentlich mit den Fußballstadien, dass die Fans wieder reinkommen. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, könnte sich allerdings nicht nur die Rückkehr der Fußballfans in die Stadien bald wieder erledigt haben.